Ne? Immer ein erstes Mal. Genau. Ne? Geben wir nachher die Hand zum Gruße. Ne? Ja, die Hand reichen. Wir gehen dem zur Hand. Ja, wie jetzt? Das war's schon? Einfach dead, ne? Hä? Jetzt sterben wir so. DLC ist einfach dann wahrscheinlich nur der Boss hier, ne, dass alle den nochmal machen. Das war's dann. Und alle sind so Genau. enttäuscht, dass sie dann extra das Geld dafür ausgegeben haben, dass sie dann niemandem erzählen, dass es eigentlich nur voll der Scam ist. Genau. Außer Streamer, dann sagen die, ich habe irgendwie Probleme mit der Internetverbindung, ne, und dann tun die so, als würde der Stream abschmieren. Ja, ich verstehe schon. Dearest Mikola. Mikola. Oh. Fun Fact: Es gibt auch noch eine Bubble, die man in die Arzneimischung machen kann, damit man von seinem Blutprock nichts abbekommt. Ich habe die Kette. Ich habe die andere Kette. Nicht seine. Ausgerüstet, glaube ich. Hallo. Hast du die Kette von dem ausgerüstet? Die Waffe von ihm, oder was? Die Kette. Die Kette. Margits Kette. Ah, ja, hab ich. Okay. Ja. Ja, mein Kollege greift an. Auf los geht's los. Nice. Oh Abteilen, shit, oh Leute. shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ist er faul? Ja, er ist faul, ne? Nice. Oh. Der andere von ihm, ne? Der unter der Hauptstadt, der hat immer diese ganz langsamen Angriffe gemacht, ne? Ja. Die dich getötet Dein haben. Kollege ist nicht da, ne? Nee, der ist nicht mitgekommen, leider. Er hat einfach keine Lust gehabt. Oh. Warte, ich mache jetzt die Kette. Ah ja, Ah nee, hat kann ja man gut die erst funktioniert. benutzen. Bis der Hardware ist, darf man das benutzen. Nein, trinken! Nein. Trinken, ja. Ich Ja. hab's gerade so überlebt. Junge, Junge, Junge. Ich weiß gar nicht, ob das was hilft. Aua, ey! Ich darf Auf noch einmal geht der auf healen. mich. Nice. Oder wiederkriegen? I don't know. Ja. Ja, diese random Switches sind auf jeden Fall wieder drin, ne? Also er switcht schon random auf dich oder mich. Sehr, sehr nice. Ah. Der stinkt immer noch, ne? Der ist immer noch Aber das stinkig. hat von meinem Infektionsboy. Ja, ich glaube ich auch. Warte, ich test mal. Ja, Das ging natürlich tatsächlich, man gar kann nicht, sie wäre doch geil. wiederholen. Los geht's, Nice. Jungs! Sollte es sein. So soll das sein. Hier kriegt man einen Schneemond. Ist ja auch verrückt. Der Eisig mittlerweile? Nee, ne? Oh, was mache ich denn? Was macht er? Ist der Eisig mittlerweile? Nee, ne? Nee, ich glaube, Eisig kann er gar nicht werden. Ich Du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen, ich kann unendlich meinen Kollegen rufen. Das ist ja Ist Gigabro. ja so insane. Ah, ich kann ihn einfach neu rufen. Ja, same. Ich meine auch. Ah, bin zu früh gerollt. No. Okay. Ruf ich mal eben zurück, wenn er das macht. Oh Gott. Hab nur noch zwei Pots, aber ja, ich mach das natürlich. Okay. Nur noch ein Pot. Was ist das mit meinem Bügel?
Eis. Hat der für den noch die Dusche angemacht? Okay, der switcht aber mittlerweile direkt. Ja, da sind sie direkt wieder von neuem. Was? Wie, das macht trotzdem Schaden. Los, Jungs! Ja. Ah, ich wusste es! Dass ich das verkacke. Ah, ist lustig. Okay. Aber letzter Ort war das, ne? Oder Migras, Marikas Pfahl. Wir probieren das mal. Vielleicht geht das ja. Marikas Pfahl wäre natürlich ein Schmackofatz. Ja, das geht sogar bei mir. Ja, ich stehe einfach direkt vom Bossraum. Der Michi nicht, der ist unten gespawnt. Perfekt. Ja, gut. Könnten wir durchsehen. Das blicke ich nicht. Okay, also unsere Doubles sind auch nicht mehr so effektiv, wie sie es mal waren. Aber ich will, dass meiner immer den Mond macht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass der immer nur eine Fähigkeit macht, aber wir testen das einfach mal. Mein Double sieht ziemlich untätig aus. Ist jetzt ein Magieschild da gezaubert? Naja, Mensch nutzt auf jeden Fall alles. So, hallo, hallo. Ja, willkommen, willkommen. Willkommen, willkommen. Ich mach mal jetzt eine Nugget-Kette, ja? Wenn du auch so weit bist. Ja. Gut. Hat ja gut funktioniert. Man braucht Murks-Kette. Verstehe. Ja, das meinte ich doch damit. Ich hab die falsche ausgerüstet, ja. Hab ich doch gesagt. Ich hab die richtige, aber. Ich dachte, du hast sie jetzt ausgerüstet, Lal. Das hab ich doch eben gefragt. Ich hab sie jetzt ausgerüstet. Okay. Ja gut, dann auf los geht's los. Los. Er macht's nix. Jetzt. Ah doch, jetzt. Ah, Digga, voll denn. Ah, jetzt ist er frostig. Erstmal die Süße wieder an. Nochmal Regeneration an? Oh Gott, das wird jetzt so wehtun wieder. Spring! Oh Gott. Schutz des Erdbaums. Ja, da nehme ich noch mit. Falls ich den bekommen hab. So, Indikator. Oh jo. Ja, es ist. Schmeckt auf jeden Fall wieder. Ja. War ja eigentlich Knie eben, ne? Eigentlich schon, ja. Aber du hast da ja reingesackt. Und der Spaß wäre auch fast gestorben. Ja, dann bist du gestorben, ne? Das stimmt. Go!
wir schnell den Fuß noch nehmen. Ja, übertreib. Ja. Let's go. Als ob. Ein Talisman. Wofür? Junge, Junge, Junge. 655.000. Ja. Ich habe 504.000 bekommen. Ja, 150.000 mehr, ne? Nice. Schmack, Opa. Ja, sollen wir dann mal die Hände berühren gehen? Die Hand streicheln? Ja, ist cool. Kann man einfach immer wieder die Asche holen. Ja, das ist schon crazy, aber die sind auch gefühlt nicht mehr so stark, ne? Die haben die davor ja immer Bosse fighten lassen können. Aber mittlerweile sind die halt wirklich nur noch Unterstützung. Huh? Hier ist ein Kollege. Ja. Siehst du den? Den Typ hier? Oh lol. Ja. Hallo. Mal reden. Were you guided here by Kaimon Mikula? I'm Leda. And like you, Leda. I was guided by faith along his onward. Leda. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Ja, gut. Komm. Berührt den verkümmerten Arm und reißen das Reich. Ich habe auch noch diese drei roten Ringe. Wie sieht's bei dir aus? Ja, du hast immer noch. Sieht gut aus. Ein cooler Skin, ne? Ist ein cooler Buff, ne? Wie so ein PoE-Buff oder so, ne? Bist du schon fertig mit Reden? Ja, ich wollte auch sagen, wie so ein PoE-Buff, aber ich wusste nicht, ob du es kennst, deswegen. Ja, ist auch so typical auf, ne? Ja, ist wirklich so. Warte, ich mach dich kurz mal fertig, ne? Ah, darf ich jetzt machen. Was willst du machen? Ich wollte den Mokzen-Stab benutzen, dass deine Ringe dann platzen und du stirbst, aber... Ach so. Aber hier, hier wird's vielleicht gehen. Aha. Nein, lol. Man darf nicht abweichen. Ein Zauberstab macht er nur sehen. Well. Man darf ihr nicht wehtun. So. Oh. Na gut. Strong. Dann Hand streicheln, würde ich sagen, ne? Streicheln. Reich des Arms. Schön. Oha, Cutscene. Oh. Jetzt ist alles neu. Ah. Noch bin ich im Loading Screen. Weil die ist halt noch Skippy. Ich wollte ja eigentlich Hops nehmen mit der Cutscene, aber ja. Es gab ja gar keine Cutscene, weißt du? Stehen sie? Ja, kann das sein? So, jetzt dann. Nee, ich habe keine Ringe mehr. Sorry. Das wäre schon toll, ne? Das ist das Beste eigentlich. Dürfte du den Stab dann da reinstecken kannst. Dry. Boah, es riecht so lecker nach Essen, ne? Ist gleich Essen, ich muss gleich Essen holen. Strong. Wobei ich gar keinen Hunger hab. Ui. Was ist denn hier los? Wie so Tücher, ne? Das Gute ist, ich habe auch wieder nichts gespoilert bekommen. Von gar nichts, ne? Ist einfach wieder richtig toll. Damn. Ich habe wieder gar keine Ahnung von irgendwas. Also ich bin komplett blind drin. Bis auf das, dass es hier so ein Extra-Level-System geben soll, damit dass ich nicht so bam, also Angst haben muss. Diese unsichtbaren Grabsteine, ne? Na? Da hinten schon wieder so ein brennender Riese. So. Lustig, wenn man hier drin gespawnt wäre und aus dieser Höhle rausgeht und direkt einer einen so abschießt von diesen riesen Steinleuten, ne? Diesen riesen Pfeilen. Celery. Segen des Schattenreichs, was das dann? Was wie? Segen des
Schattenreis, ja. Gardubaum, Stufe 0. Segen der verehrten Geister, Stufe 0. Das wird wohl dieses passive andere Level-System sein, wahrscheinlich. Siehst du mal. Aha. Ja, siehst du mal. Der eine das, der andere das, oder? Der verehrten Geisterasche, ne? Hört sich so an, als hättest du deinen Mate beschwören, der wäre Gigabruch. Ja, keine Ahnung, was man da machen soll. Oder kann man da schon draufdrücken? Ich hab's mir dann nicht getraut jetzt. Ja, ich denke schon, ne? Willst du dann die Geisterasche nehmen oder wem? Streamer-Vorteil? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was ist. Willst du jetzt einfach schon leveln, ohne dass wir wissen, was ist, oder was? Anverehrte Geisterasche verwenden, um den Segen zu stärken, sagt er. Hä? Ja, willst du das jetzt machen, oder was? Nee. Ja, ich wollte sagen, warum sollten wir das jetzt einfach random machen? Nee. Einmischung, Krieg, Heilung. Also ich würde jetzt nicht random einfach investieren, bevor wir wissen, was ist. Dann kann man ja immer noch gucken, ne? Ja, wenn du jetzt vorher noch halt alle schön, hier in der Umgebung in diesen Ring belegen könntest, ne, und das dann machen könntest, das wäre schon gigabroken. Also wenn man so einen Doppelspell bräuchte, dass du zuerst die Leute mit Ringen belegst und dann halt das machen willst. Das wäre so eine PvE kommt, ne, um das Feld, also deinen Raum wieder zu wipen und direkt in den nächsten Raum zu gehen. Und sobald du dann genug Schaden hast, machst du das alles nur noch auf Cast-Speed, dass du das halt richtig schnell machst und dann in einer halben Sekunde dreimal den Start nach oben steckst, weißt du, und dann direkt weitergehst. Dann noch mehr Movement-Speed und so und dann zing. Oh. Ich hab ihn tatsächlich noch, das ist der Account hier. Giftiger Ameisenstachelrapier. Da bräuchte ich nur noch 6 Geschicklichkeit. Ja, gut. Warum willst du den denn haben? Für den Giftnebel oder was? Stärke umgelevelt. Ja, dann hätte ich auch dieses Gift- und Scharlachfäule wieder mit wollte. Nice. Das Doppelprock-Ding da. Ne? Ist ja schon Gigasprong. Ich mache jetzt erstmal bei der Flasche, glaube ich, dieses Perma-Trinken rein. Das ist schon stark. Ich weiß nicht, wieso wir das vorher nicht hatten. Ah, und den Foldenes-Stab, den hatte ich dann auch. Den ich da angekommen. Er erhöht maximale LP und hebt alle FP-Kosten. Wichtig auf jeden Fall. Ja, vor allem, ich habe ja, ich weiß nicht wieso, aber ich habe ja stärker auch eine 29. Ich habe alles in Weisheit, ne? Ich habe 79 Weisheit, ne? Stimmt, für den Mond. Nee, der Mond ist schon lange outlevelt, ne? Ich glaube, für den Mond brauchst du halt so. Ich weiß es nicht, aber das war ja schon nachher so. Habe ich einfach nur noch Stuff da reingesteckt, weil ich hoffe, dass ich mal mehr Schaden mache. Da brauchst du nur 68. Ich habe 79 Weisheit, ne? Ich habe 11 mehr Weisheit reingesteckt. Vielleicht mache ich da auch noch irgendwann die 80 voll beim nächsten Level ab, ne? Ja. Für Scaling. Ach, sieht schon sehr schön aus hier. Was ich auf jeden Fall vorweg sagen will, genau, sieht auf jeden Fall wieder, man hat direkt einen Eyecatcher wieder, ne? Wieder einen großen Baum, auf den man guckt, so, ne? Wie man es auch ganz am Anfang hatte, sobald du die Tür öffnest, erstmal Limgrave und, oh, Baum, Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr hübsch. Ja, vor allem, was da alles so runterpurzelt, ne? Purzelchen. Ja. Hast du die schon dieses Schattenschloss da links gesehen? Links auf dem Berg, weißt du, ein Shadow-Castle-Ruine. Ja, interessant. Man kann ja überall wieder hin, was man sehen kann, ne? Das ist ja auch immer wichtig. Ah, da ist, glaube ich, wieder so ein Turm, ne? Turm. Aber sieht jetzt mal ein bisschen anders aus. Also diese Säule, meinst du da rechts? Ja, es wird Nacht. Guck mal, wie cool, der Mond da. Richtiger Todesstern. Ich wette, es gibt eine Mod, womit das einfach schon ein Todesstern heißt. Anstatt ein Mond. Hä, das sah ja übel cool gerade aus. Jetzt ist es einfach Tag oder was? Lol. Der Mond verschwindet lang. Crazy, ne? Das sieht schon gut aus. Imagine, du hast das hier so als. Also, ja, stell dir vor, mein Charakter wäre nicht da. Gibt es nicht so einen Fotomodus? Das gab's auch irgendwo. Einstellungen. Foto, Kamera. Nee.
Das ist nur Kamerawinkel. Ah. Ja gut, du kannst ja HUD ausschalten zum Beispiel und so. Ist ja aus, ne? Aber ich meine halt jetzt so auch dein Charakter, dass der weg ist, und dann hast du das ja einfach als Desktop, nicht Desktop-Hintergrund, aber so als Streaming-Setup. Ne? Weißt du, dann guckst du die ganze Zeit so auf den Tree, wie dann da was runterfällt. Und mit dem Tageswechsel, dass so einmal der Tag komplett durchwechselt und dann als Loop, das fände ich richtig geil. Ich bin zwar kein Main Elden Ring Streamer, sonst hätte ich lange schon sowas, ne? Ich habe ja immer, ich habe extra den Fokus auf mehrere Sachen gesetzt, ne? Sonst wäre es halt crazy. Weiß nicht, wie Menschen das können. Ich meine, ich habe ein PoE 2300 Stunden oder so, und, oder ein Supreme Commander ja auch bestimmt. Und die machen auch immer noch Spaß, aber wenn ich nur das jeden Tag immer machen würde, 8 bis 12 Stunden oder so, es macht halt einfach irgendwann keinen Spaß mehr so. Keine Ahnung. Und macht es mir keinen Spaß, macht es den Zuschauern ja auch keinen Spaß. Und das macht ja keinen Sinn. Ja, Macht das wäre keinen wieder too Sinn. much. Aber was wolltest du denn jetzt sonst noch sagen? Oder wolltest du sagen, sieht gut aus? Ja, es sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ist halt wieder super gemacht mit den Effekten und alles. Ja. Man hat einen großen Eyecatcher, man sieht viel, man kann sich auf vieles freuen, so von Anfang an schon. Ist Sie rechts unten, na, scheint ja direkt irgendwas zu sein. To be honest. Radarfrucht. Nice. Das fehlt zwar noch das R, aber die Radarfrucht ist jetzt für immer die Radarfrucht. Vielleicht musst du dann immer hixen davon, ne? Also kriegst Schluck auf und dann hörst du dich an wie so ein Radar. Ne? Deswegen heißt es Radarfrucht. Zack. Das müsste jetzt direkt so ins Wiki von Elden Ring, ne? Das ist ja nice. Lol, an dem Baum hängen richtig viele Leichen. 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 Der. Hier ist safe was. Oh, Steinböcke. Das ist mir neu. Ich habe hier eben ein bisschen rumprobiert, sorry. Hat hier ein bisschen mit HDR rumgespielt, ne? So. Ja, auslassen auf jeden Fall, ne? Ist meistens crappy für Games. Also ich kann es sowohl an meinen Bildschirm anstellen, als auch dann in-game, aber in-game ist es dann so total farblos, dunkel. Ja, genau. Selbst wenn ich es hell mache. Das ist Oh. halt meistens so. Ja. HDR lohnt sich, glaube ich, erst ab 1100, 200 so rum. Wenn du HDR 100 oder sowas hast oder 400, das ist einfach zu wenig. Das habe ich leider bei mir auch den Fehler gemacht. Kann man auf jeden Fall bei Bildschirm drauf verzichten, sobald du nicht auf so ein High-End-Produkt gehst. LOL, was ist da unten? LOL. Yasses. Oh, da ist so ein Feuer-Dude auch wieder. Ausgestellt hier. FPS-Drops und so. So. Der ist nicht zu hitten, auch wahrscheinlich Justice. mit dem Bogen nicht. Wenn du hier an die Klippe Nice. kommst, dann kann man auch gigaweit runter gucken. Oh. Es gibt hier keine Items bis jetzt. Ja. Und also ich hatte kurz eine HP-Anzeige und wurde angeschrien. Ne? Also so ein richtiger Ja. Jumpscare. Hast du auch? Ja, so als wenn wieder irgendwie so ein Vogel oder eine Harpie oder irgendwie oben auf den Steinen gesessen hätte. Ja, oder halt irgendwie, ja. Da war auf jeden Fall irgendwas. Und dann bin ich hier weiter rumgeritten, hab's ihn aber nicht mehr gesehen. Doch hier! Da! Was ist es? Ih, was bist du denn? Logut, der. Oh, tut der weh. Logut, Logur, die besten Klauen. Junge, hält der viel aus.
Er macht einen auf Godfrey, ne? Ups, das wollte ich gar nicht. Lol, er trinkt einen. Gönn dir. Ja, da, das ist ein kleiner, den man knockbacken kann, also dann, Jungs. Warum ist der so sauer? Zuerst mal in die Mitte schubsen. Verprügel ihn! Man wieder ewig braucht, dass man seine Waffe findet, ne? Ja, die Jungs schützen dich noch. Ah, der durchbricht aber schon schnell die Schilder. Direkt mal neu rufen. So, Niklas Schwert, jetzt hab ich. Meine Güte. Maximal jeder. Der Jod, man. Oh, der hält auf jeden Fall gut was aus. Ist halt nicht so unbalanced wie gedacht. Ja. Ja, der Bohrer ist halt staggert gigantisch viel und macht halt übelst viel DPS, ne? Mhm. Bestienklaue. Ach ja, ich habe 800k Seelen. Ja, lass erstmal wieder hinsetzen gehen, ne, bevor ich die jetzt verschenke hier. Yo, same. Ist ja ganz gegessen jetzt. So Hype gewesen wegen dem Boss. Mhm. Der erinnert mich so ein bisschen mit dem Gras halt an Ghost of Tsushima, ne? Weiß nicht, ob du das jemals überhaupt gespielt hast. Warte mal, wir hatten gar kein Feuer hier, oder? Nö. Oh, oh. Ja, doch. Da, okay, das stimmt, ja. Zitterig hier. So, jetzt mache ich noch die Weisheit voll, damit ich schöne 80 hab. Ah, und der Rest geht dann. Ich brauche ein bisschen. Es wäre halt geil, wenn ich ein Ding noch ausziehen könnte und nicht mehr wegen Ausrüstungsgewicht das tragen würde. Ich trage aber halt auch die schwerste Rüstung gefühlt. Also 23 Gewicht die Rüstung und 14 die Schuhe, ne? Ja, das ist schon. Dann trage ich drei Waffen, ein schweres Schild. Man sammelt wohl diese Geisterasche und Skabu-Baum-Mente, ne? Der sagt, du hast nicht genug. Das ist die goldene weiße Tränen oder wie das Ding hat. Genau. Goldene Saat, ich hab oder mal die was? Karte markiert, ne? Goldene Saat und so, genau. Genau, da am so markiert, ja. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, auf jeden Fall. Man sieht die Säule, ja. Da. Achtung da von ja. Oben. Hat der wohl geschrieben, ne? Ja, was willst du jetzt? Machen wir jetzt einfach mal direkt. Lol. Okay. Nice. Strong. Wie nur 2000. Hab ich's doch richtig gehört. No. Da weiß ich immer, wie ich dich herlocken kann. Direkt sammeln. So, hier sind wieder verwirrte Kollegen, ne? Nein. Guck, die sind so geisterdunkel. Auch wieder Radarfrucht. Ja, beim Randomizer, wo du andere Items bekommen hast wie ich, ne? Auch noch randomized. Zack. Neue Karte. Ja, ey. Zack. Ja, guck. Okay, rechtsrum wäre also nicht der richtige Weg. Das heißt, wir könnten da nochmal in der Ecke gucken oder haben wir da alles geguckt? Ja, da gibt's ja dieses
große rote Feld und große blaue Feld, Cast. Schon. Wenn wir rechts den Weg folgen, sieht auch aus wieder wie eine Höhle. Ja. Ein Schloss und so. Hm. Das hat nicht funktioniert. Ne? So hübsch. Den Baum mal ein bisschen abpflücken, aber das klappt nicht. Fliegen die Projektile durch, ja? Nee, das nicht, aber die fliegen dagegen, weißt du? Da passiert halt nichts. Lol. Voilà. Ja, guck. Einfach gegen und dann, ja, Explosion, aber nichts dabei. Ja, hübsch. Jetzt wird die Schafe abgeräumt. Siehst du, okay, man kann hier unten ja auch noch irgendwas machen. Ah, da ist wieder so eine Kirche. Ach so, das ist das, was ich gesehen habe. Ja, Ding. Lass da doch als erstes hingehen. Ja, gerne. Weil dann, das ist ja nicht der Weg, wo man am Anfang hin muss anscheinend. Mhm. Also es gibt ja wieder diesen, das Feuer weist einem den Weg, Ding, ne? Genau, genau. Auf der Map. Ja, optional hier im Kern. Man muss sagen, der Weg sieht auf jeden Fall jetzt wesentlich besser aus. Nicht mehr so einfältig, schon ein bisschen sumpfiger. Wie so ein, wie bei Witcher. Irgendwie. Hey. Hm. Lol. Oh, oh. Nice, das hat auch noch einen Pot gegeben. Alter, wieder alles zerspringen. Rotfleischpilz. Mhm. Radarfrucht. Da unten ist irgendwas Rotes, Böses. Habt ihr den Weg hoch? In der Kirche? Nee, da kommt hier den Weg hoch. Ach so, ah. Also ein Flammenmund ist das, ne? Ein Doku. Ja, ist Spencer. Ach, die droppen immer noch so langsam. Warum liegen die denn hier alle AFK? Ja, ne? Hm. Genau. Ja, mit der Sense in den Rücken und dann einmal durchziehen, indem man den wegtritt, ist schon crazy, ne? Das muss schon sehr schmerzhaft sein. Macht noch einer die Gleiche? Ah, jetzt ist meiner im Nahkampf, egal. Ja, wieder alle Todeswas rausgeholt, ne? Ja. Kranke Scheune. Ja, hat er gut bewacht. Ja, Mann. Coole Keule. Sakadu-Baum-Fragment. Aha. Aha. Das ist ja, guck. Das können wir schon skillen, ne? Alter, wie gut das Wasser aussieht. Alter. Ja, ne? Kakadu-Baum-Fragment. Und der Riesenknüppel natürlich. Was meinst du? Eine gigantische Waffe, aber der Großcockhammer ist das hier. Mhm. Den hat er gehabt. Was kann der Schönes? Ah. Aha. Da, nichts da. Besonderes. Ja.
schweren Schlag gedrückt halten. Was ist das? Beharren hat er drauf. Was ist denn, wenn du schweren Schlag gedrückt hältst? Na genau. Das ist das? Ah, okay, ja. Okay. Ja. Toll. Cool. Normale Schläge. Ne? So. Warte mal. Ah ne, den macht er immer. Naja. Den zwei roten Echsen, ja, ja. Da liegt Echse, ja. Ne, ne, Darius hat ja eine Guillotine. Ja gut, ne? So. Also hier rechts ist noch irgendein Lager. Aha. Aha. Dieser Hund. Jo, der ist fast dead. Ja gut, ist auch Kälteschaden gegen den Feuerhund, ne? Links eine Höhle oder so, I guess. Ja, lass jetzt mal hier rechts das Lager machen, würde ich sagen. Schicker Waterfall. Mhm. Tschüss, tschüss. Erstmal lagern. Anschleichen, wo? Den Tröten-Heini direkt killen? Ja, ja. Ja. Perfekt. Okay, keine Gut. Verstärkung gerufen. Ach, vielleicht weckt er dann alle auf, ne, wenn er trötet. Ja. Klar. Dein Na, mein Double kämpft im Nahkampf aber auch gar nicht mal so bad. Mhm. Mit dem Eis, mit der Eissensor. Hab ich ja alles kaputt. Feuerspirale zweimal, ne? Oh. Ja, Eis kaputt rollen. Was macht denn dein Double hier drin? Kannst du dann noch mit irgendwem? Nee, nee. Gefühlt, das ist auch wieder ein besteigbarer Berg. Ja, ja, sieht so aus. Da hinten ist eine Brücke, ne? Also sieht so aus. Ja. Uff, da ja, aber links runter ging es. Eine uralte, ausgewachsene Sternenstaubbestie, ha? Ja. Vierte Evolution. Ich hoffe nicht. Wäre schon schwer genug gerade eben. Wie nichts unter Wasserfall. Ah, hier. Tau-Juwel. Achso. Ist ja gar kein japanisches Spiel. Mhm. Oder? Tau-Juwel, dachte ich zuerst. Oder? Oh. Oh, lol. Der ist sauer. Der liegt ein Legendary-Item. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen? Naja, okay. Mhm. Scheint zu gehen. Ja. Dunkel, ne? Ah ja, der hat ja eine Fackel. Da mein Double. Segen von Marika. Wer kennt's nicht? Schick. Ich weiß gar nicht. Doch, das hat mich auch noch erreicht. Krass. Nice. Einfach mal machen. Okay, ne, das sieht nur so aus, als könnte man da hoch durch dieses Ausfaden vom Nebel halt, ne? Mhm. Okay. Schick. Hier unten runter kam. Da ist ein Wasserfall da unten. Hm. Da muss man mit den Pferden immer aufpassen, ne? Direkt wieder abgestiegen.